Was für schöne Augen du hast. Sie sind fast noch unglücklicher als gestern. Sie leiden. Liebst du mich noch? Kannst du mich noch lieben? Ich meine, kannst du mich noch lieben? Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Zum Film gekommen bin ich eigentlich schon während des Studiums. Ich habe Literaturwissenschaft studiert und wir waren damals eigentlich so die erste Generation, die Medienwissenschaften angefangen haben, was es damals überhaupt noch nicht gab in den 70er Jahren. Und haben die ersten Videoarbeiten schon gemacht während des Studiums, haben mit Super 8 gearbeitet, haben Workshops gemacht mit den Erstsemestern und haben auch ein Kommunikationszentrum gegründet, in dem wir Filme gezeigt haben. Ich habe dann damals erst in Berlin gearbeitet, in der Medienoperative. Es war damals die Zeit, als sehr politisch mit Medien gearbeitet wurde. 3 Monate war ich in Berlin, dann gab es eine große Konferenz und dann habe ich die Initiativen aus Hamburg kennengelernt, die für mich auch eine sehr interessante Arbeit machten und die haben mich dann quasi eingeladen, auch nach Hamburg zu kommen. Und ich habe dann quasi mit der Birgit Durban und anderen hier in Hamburg die Bildwechsel gegründet. Das war Ende der 70er. Wir haben da auch Filme gezeigt. Ich habe dann immer Frauenkino gemacht, einmal die Woche, und dann immer Filmemacherinnen eingeladen. Unter anderem auch die Elfi Mikesch, die damals schon etliche Filme gemacht hatte in Berlin. Und die Elfi war sehr interessiert an dem Thema meiner Doktorarbeit und hat mich quasi dann so inspiriert, mit ihr zusammen ein Drehbuch zu schreiben. Also so hat sich das ganz organisch entwickelt. Geliebtes Volk, ich habe als eure Tyrannin sehr hart gearbeitet. Ich werde mich jetzt ausruhen, während meine Familie und meine bevorzugten Haustiere, nämlich der Geier, und meine allerliebste Freundin, die Hyäne, mich zu amüsieren haben. Wir haben uns sehr orientiert am Roman Die Venus im Pelz von Sacher Masoch. Dieser Roman ist ja so der berühmteste Roman eigentlich über eine masochistische Beziehung zwischen einer dominanten Frau und einem unterwürfigen Mann, Wanda und Gregor. Und diese Figuren haben wir auch übernommen als Protagonisten. Und wir haben dann die Elemente masochistischer Fantasie übersetzt in die Filmsprache. Und wir haben also sehr viel Perspektiven von unten genommen. Die Kamera hat eigentlich so die Position des masochistischen Auges im Film. Und ich glaube, das wurde uns damals auch vorgeworfen, weil das implizit eigentlich auch den Zuschauer in die Position des Masochisten reinversetzt. Und da haben viele Leute rebelliert dagegen, ohne genau zu wissen, was es eigentlich war, was sie so wütend gemacht hat. Kapitel 1: Mann und Frau, Opfer ihrer Biologie. Die Liebe ist ein Gefühl, das durch elektrische Ströme im Gehirn entsteht. Dazu kommt die Wirkung der Hormone. Frauen sind angeblich besonders von ihren Sexualhormonen abhängig. Ja, damals gab es das große Thema Frauen und romantische Liebe und das Leiden an der romantischen Liebe. Und ist ja ein uraltes Thema. Die romantische Liebe kommt ja eigentlich aus dem Mittelalter, ist ja eine Erfindung eigentlich aus der Literatur. Es ist ja eigentlich ein Hirngespinst, was gar nicht existiert. Und ach ja, das Buch hieß Frauen, die zu sehr lieben. Und das fand ich sehr interessant, dass das damals so ein Bestseller war in den 80er Jahren. Und ich habe mich dann einfach nochmal mit den Wurzeln der romantischen Liebe beschäftigt, die ja eigentlich nur darum geht,
dass sie nicht erfüllt wird. Das ist ja dieses ewige Sehnen, das ist dieses Gefühl, aus dem heraus eigentlich Literatur und Musik entsteht, aber keine vernünftige Beziehung. Und das habe ich so ein bisschen ironisch auf die Schippe genommen im Film Die Jungfrauenmaschine, die junge Frau, die besessen ist von dem Ideal der romantischen Liebe, aber eigentlich nur völlig andere Situationen vorfindet und in San Francisco dann auch reingerät in die neue, sich damals entwickelnde Szene der Clubs für Frauen. I am Susie Sexpert and these are some of my friends. This is Gina Bonbon and Candy Samples. I've been going to strip shows for 5 years now and there's nothing I like better than to bring other women into the audience. We're usually up on stage and we're not the ones who are watching and I like it more when there are other women enjoying erotic performance as much as I do. Cinema, 1 week only, live in person. Erica Boyer, Market Street Cinema. Erica Boyer, 1 week only at the Market Street Cinema. Erica Boyer, 1 week only, Market Street Cinema. Live in person. Hi there. Hey there. What's going on with you? Come here, let me show you some things. Where are you from? I'm a visitor from Germany. I'm a journalist. Really? Well, why don't you come see our strip show today? Oh, my mother. She used to work as a stripper. But I can't find her. She moved. Why don't you worry about your mother? You're too old to worry about a mama anymore, aren't you? You're a grown-up girl. Ich galt als die böse, aggressive, hardcore SM-Lesbe mit dem Messer in der Hand, die den Männern den Schwanz abschneiden möchte. Das war schon sehr lustig. Und da ich keine wirkliche Masochistin bin, obwohl man schon sehr masochistisch sein muss, manchmal, wenn man Filme finanziert, wenn man warten muss und so, habe ich mir überlegt, wo gehe ich jetzt hin? Ich muss aus Deutschland flüchten. Und wo geht man hin? Da, wo die Arbeit geschätzt wird. Und das war damals am intensivsten eigentlich New York. Der Film hatte vorher schon Premiere, die Jungfrauenmaschine hatte Premiere in Toronto auf dem Festival. Und in Toronto kamen dann mehrere Verleiher auch auf mich zu, amerikanische Verleiher, die den Film gerne haben wollten. Ich hatte in derselben Zeit meinen deutschen Verleih verloren und dachte dann, ja, also gehe ich doch mal nach New York. Deine amerikanische Wohnung sieht schlimmer aus, als ich gedacht habe. Was sagt denn eigentlich dein Mann dazu? Papst, du hast mir gefallen, bitte. Kritisier bloß nicht meine Art zu leben. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Die sind leistungsfähig. Wir Deutschen haben den höchsten Stand der Technik. Probier mal aus. Das geht nicht. Der Strom ist ja anders. Kein Problem. Man muss nur auf den Knopf drücken. Schon läuft er. Ich zeig's dir mal. Wer ist denn das? Hi, Babe. Mein Mann. Hi, Daddy. Das passt. Oh, shit. Damals war New York quasi die Hochburg der Indie-Produktion. Es wurde sehr viel gedreht mit wenig Geld. Und es gab fantastische Mitarbeiter, also von Tonleuten angefangen bis hin zur Ausstattung, die für recht wenig Geld wirklich 150%ig mitgearbeitet haben und sehr engagiert waren, wenn sie, vorausgesetzt, sie mochten das Projekt. Das ist natürlich klar, man musste dann erstmal werben und schauen. Hat dir das was für deine Karriere als Filmemacherin gebracht, diese Zeit in Amerika? Das Wort Karriere mag ich gar nicht,
Weil das hört sich immer so an, als wenn man sich hinstellt und was plant. Ich habe nie was geplant, also längerfristiges geplant mit meiner Filmarbeit, sondern habe eigentlich immer mich von einem Projekt zum anderen bewegt. Und jeder Film war für mich was Spezielles, Besonderes. Und das fängt ja eigentlich auch immer wieder von vorne an. Man muss die Finanzierung völlig von unten machen. Man überlegt sich, wie der Stil aussieht, mit wem man arbeiten möchte. Also das in dem Sinne hat Karriere für mich eigentlich gar keine Bedeutung. Texas Tomboy is a video artist. I was attracted by Texas's energy and refusal to be defined in terms of gender. San Francisco is the place where the earth is moving a lot, and it's, you can feel that energy. The ground is moving, and the water is here very powerful, and just a lot of things are happening with the earth here, and it's exciting. It's that energy translates into people's lives. I was very happy that Annie Sprinkle, my favorite sex artist, has recently moved to the city by the bay. Annie has been a supporter of transgendered people for a long time. We're going to be here till midnight as it is, so. But you're all right. Oh, yeah. Good luck on your project. Thanks. You're beautiful. So are you. I think it's going to be a great movie. He's beautiful. My kind of guy, person. I've traveled around the world, and I've been to a lot of cities, a lot of different countries, and I have found that definitely San Francisco is the sex capital of the entire planet. There are more sex artists, sex pioneers, people who have different sexual proclivities here than anywhere. Ich würde mal sagen, dass Anfang der 90er Jahre in Amerika schon sehr viel Wissen darüber da war, was Transgender ist. In Deutschland fing die Diskussion gerade erst an. Das war also ein bisschen alles verspätet, weil wie viele Auseinandersetzungen damals, deswegen war Amerika auch für mich so interessant, weil da war quasi die Avantgarde-Diskussion über Gender, Sexualität, Feminismus, Schwulenbewegung, das war ja alles viel weiter entwickelt noch als damals hier. Wir haben ja noch so im Kalten Krieg hier verharrt und hatten andere Probleme. Und da war Amerika eigentlich so für mich das Mekka. Es hat mir die Augen geöffnet. Es gab dann zum Beispiel Situationen, ich war befreundet mit der Annie Sprinkle, mit der ich auch schon mal einen Kurzfilm gemacht hatte. Die hat in ihrem Salon, in ihrer Loft in New York eine Unterstützergruppe für Transgender-Leute gehabt, und zwar für biologische Frauen, die zu Männern wurden, F2M genannt. Und da hat Annie mich eingeladen und ich war total schockiert. Ich wusste ja, es gibt keinen biologischen Mann im Raum. Und da saßen dann diese ganzen Typen mit Bärten und Muskeln und voll mit Testosteron. Und das fand ich total spannend, weil das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch recht unbekannt. Natürlich kennen wir alle die andere Bewegung vom Männlichen zum Weiblichen. Es ist ja viel populärer und ist ja auch in der Unterhaltungsindustrie, also auch schon lange, sehr bekannt. Aber dass es Frauen gibt, die transsexuelle Männer werden, das war mir echt noch recht neu. The earliest memories I have, I always felt like I was supposed to be a boy, like I was a boy, even though I knew I wasn't, but I felt like I was somehow. And I felt like it was a mistake that I was a girl. And I always wanted to be a boy. I can't ever remember when I was a child, I never had an image, Monica, what it would be like. I never had an image of myself as a grown-up person being a woman. You know, I mean, I knew that would happen, but I just never had, I never had that image in my mind. I would always think when I was a child, I remember fantasizing that of being, you know, when I think of myself as a grown-up, I think of myself as a guy. I, like so many transsexuals, it's the story you hear over and over and over again, you know, like praying every night to turn into a boy and, you know, crying myself to sleep, wanting to be a boy. Then, of course, you know it's never going to happen, you know.
So when I found out it was possible, you know, a dream come true. It was like, you know, the impossible dream. Ich war in San Francisco zu Besuch bei einem Festival und da kam eine Gruppe von Transgender-Leuten zu mir und sagt, Monika, uns hat dein Film Max so gut gefallen und wir sind so ärgerlich. Das ging nämlich damals los, da wurde das Thema Mainstream. Es gab dann lauter Talkshows, wo Transgender-Leute so als Monster vorgestellt wurden. So ungefähr, was haben sie jetzt, einen Schwanz oder nicht? Und es war also alles ziemlich unappetitlich und eklig. Und die waren sehr ärgerlich über diese Behandlung und sagten, wir vertrauen dir, du hast diesen Kurzfilm Max so schön gemacht, kannst du bitte jetzt nochmal einen längeren Film über unsere Situation machen? Und das hat sich dann, fand ich dann sehr spannend, habe sie dann kennengelernt. Und das waren eigentlich alles mehr oder weniger Künstler in San Francisco, mit denen ich bis heute auch noch sehr befreundet bin. So this is a photograph of Max? Yeah, Max Wolf, or Max Wolf Valerio, as he was known then. He was the first person who helped me figure out where to get testosterone. We got it on the gray market, and it was very weird, very risky, and not a good scene at all. We went up to this weird little doctor's office. The doctor was about 80 years old, and he wouldn't let you do your own injections. He wanted that $40 every 2 weeks to give you your injection, and It was very weird and very backwards, and I'm really glad the transgender clinic started and Dr. Zevin and Mark Freeman and everybody over there. Ja, es gab bei mir sicherlich einen Einschnitt, auch in der Themenwahl. Das war um die Jahrtausendwende, die gar nicht so lange zurückliegt. Da ging es ja auch los mit der digitalen Produktion. Und ich weiß noch, dass mich das alles gar nicht erfreut hat, was man so ungefähr um 2000 herum erlebt hat bei Festivals. Da war ich zum Beispiel in Vancouver und da gab es Workshops. Und da gab es damals diesen Film The Blair Witch Project. Das war ja ein Film, der, glaube ich, für 20.000 US-Dollar gemacht wurde und dann weltweit, glaube ich, 20 Millionen Dollar eingenommen hat. Und plötzlich waren überall die Dollarzeichen in den Augen der, auch der jungen Filmemacher. Und es hieß, wow, digitale Revolution. Wir können mit winzigen Budgets, also ganz großartige, publikumserfolgreiche, Mainstream-Super-Genre-Filme herstellen. Und da habe ich irgendwie gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin dann noch mal politisiert worden oder habe mich selber politisiert und habe einfach noch mal mehr geschaut, was gibt es außerhalb jetzt diesem genderspezifischen Thema. Und das hat sich auch wieder organisch ergeben durch die Bekanntschaft mit der Ivone, das ist Kriegerin des Lichts, Ivone Bezerra de Mello, eine Brasilianerin, die in Rio ein ganz spannendes Projekt in den Favelas macht mit Straßenkindern und Favela-Kindern und eine neue pädagogische Methode erfunden hat sozusagen, um mit diesen gefährdeten Kindern zu arbeiten, denen was beizubringen. Also auch Jugendlichen, nicht nur Kindern. Der erste Schritt ist, sie die ganze Zeit auf dem Schoß zu haben. Sie sind sehr eifersüchtig. Sie wollen alle auf meinen Schoß. Und ich habe nur einen Schoß. Sie sind sehr aggressiv. Man nimmt sie und macht gar nichts. Hält sie nur. Es kann 2 Monate, 3 Monate, ein Jahr dauern, bis sie etwas machen. Sie fühlen sich dann geliebt. Ihre Mütter tun das nie. Sie schreien sie nur an und verprügeln sie. Sie reden nicht mit ihnen. Sie kommen her und wollen reden, ihre Geschichte erzählen und man hört zu. Kein einziges dieser Kinder kann zu Hause reden. Mit der Mutter, manchmal ist es nicht die richtige, oder dem Vater. Das ist sehr traurig. Es ist hier wie bei einem Psychiater.
Sie kommen und reden und man hört zu. Dadurch geht es ihnen besser. Berührungen sind sehr wichtig. Sie können tun, was sie wollen. Egal, ob sie sauber oder schmutzig sind. Man muss sie berühren lassen. Und die Yvonne habe ich auch wieder über Freunde kennengelernt in New York. Eine finnische Journalistin, mit der ich bekannt war, die schlug mir das vor. Die war gerade in Brasilien gewesen, die schrieb immer für skandinavische Zeitungen über Südamerika und sagte, du musst diese Frau kennenlernen. Und ich so, ich habe mit Kindern nichts zu tun, was soll ich da ein Kinderprojekt machen? Und sie hat aber darauf bestanden, dass wir uns kennenlernten. Und das kam dann auch dazu, dass Yvonne gleichzeitig in New York war. Und dann haben wir einen Tag verbracht. Sie hat viel erzählt, viel gezeigt. Und dann fand ich das sehr, sehr spannend, also sehr politisch auch, wie sie arbeitet. Und hatte dann die Chance, wiederum wurde ich eingeladen nach Brasilien, nach Sao Paulo auf ein Filmfestival. Und habe das dann benutzt, um mal schnell nach Rio zu fliegen von Sao Paulo. Ist ja nur ein halbes Stündchen mit dem Flugzeug. Und habe dann die Yvonne vor Ort gesehen, ihre Arbeit gesehen, im Slum, im Dreck. Mit den Kindern, die, also deren Eltern erschossen wurden, die also wahnsinnig viele Sachen erlebt haben, schlimme Sachen. Und habe dann auch ihr Umfeld kennengelernt, ihre Familie, ihre Mitarbeiter und die Kinder vor allem haben mich sehr berührt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist zum Beispiel, wenn ich hier einen Dokumentarfilm mache über dieses Projekt, dann im Kleinen kann das wirklich hilfreich sein, auch für dieses Projekt. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass dies mein befriedigendster Film war als Filmemacher, weil durch den Film, durch die Zuschauer, der wurde dann auch mehrfach im Fernsehen gezeigt und auf Festivals und lief in Amerika im Kino, hier auch im Kino, hat sich sehr viel Unterstützung auch für das Projekt ergeben. Es gibt sehr viele Probleme in Brasilien, speziell in Rio. Von 170 Millionen Einwohnern leben 53 Millionen in Armut. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist sehr groß. Die Kinder und Teenager leiden am meisten darunter. Mit meinen Projekten versuche ich, ihre Situation zu verändern. Du reist ja auch gerne. Das heißt, du versuchst auch dann vielleicht auch mit Absicht Projekte im Ausland dann auf die Beine zu stellen? Na, oder? Würde ich so nicht sagen. Also es entwickelt sich immer aus dem letzten Film, entwickelt sich immer ein neuer Film meistens, also auch über Festival-Erfahrungen. Nee, das ist nicht so, dass ich sage, jetzt möchte ich unbedingt nach Vietnam, da war ich noch nie und jetzt will ich da jetzt einen Film herstellen, auf keinen Fall. Also es entwickelt sich immer über ganz konkrete Anlässe. Wie jetzt, also zum Beispiel, als ich anfing in Taiwan zu drehen, war eine Retrospektive der Auslöser in Taipei und ich war zwei Wochen eingeladen und konnte die Kultur ein bisschen kennenlernen und kriegte auch eine Einladung vom öffentlich-rechtlichen taiwanischen Fernsehsender für die eine Dokumentation zu machen. Und so hat sich das entwickelt. It's a very nice movie star. No. Many writing many book very important. Und die Liang, diese Schriftstellerin, die übrigens auch übersetzt ist, einiges ins Deutsche, zwei Romane von ihr, sehr viel ist ins Französische übersetzt, weil die Franzosen sowieso ein bisschen stärker an der taiwanischen und chinesischen Literatur und Kultur dran sind als wir Deutschen.
Die ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die mich sehr angeregt hat. Die hat mich auch angeregt, über die Geistergeschichten nachzudenken. Sie hat mir einige erzählt und hat auch einen Roman geschrieben, der über Geister geht. Und das finde ich eine sehr interessante Metapher eigentlich für die weiblichen Geister, die quasi nach ihrem Tod können die Frauen, die in der chinesischen Kultur generell eher unterdrückt sind, können sie endlich mal das tun, was sie zu Lebzeiten nicht tun konnten. Sie können böse sein, gemein sein, rachsüchtig. Und man hat auch sehr viel Angst vor weiblichen Geistern, weil die letzten Endes gefährlicher sind als die männlichen. Aus diesem Element habe ich dann viel gezogen für den Film Ghosted, der sich also auch mit möglichen Geistern oder Doppelgängern auseinandersetzt. Oh. Don't blame yourself. There was nothing you could have done about her death. I'm not blaming myself. Ja, es war eine sehr komplizierte Produktion, weil das die erste offizielle deutsch-taiwanische Koproduktion war. Und es war wie eine Befragung vor dem ZK, der Kommunistischen Partei. Saßen wirklich 20 Leute da und jeder hat eine Frage gestellt. Ich musste einen Vortrag halten auf Englisch, der dann übersetzt wurde. Es kamen sehr harte Fragen zurück und dann ist das Projekt durchgegangen. Aber es war dann so viel Papier, Paperwork, also ne, Papier, was noch geschoben werden sollte, musste, dass ich dann noch einmal, was man ja nie tun soll als Westler, mein Gesicht verloren habe und tatsächlich rumgebrüllt habe in der, also beim GIO, bei dem Government Information Office. Und alle Köpfe kamen dann hinter den Wänden hervor. Alle schauten, was ist denn das für ein westliches Wesen, langnasiges Wesen, was hier rumbrüllt. Und ich habe nur gebrüllt, ich will nicht noch mehr Papier verschieben, ich will einen Film machen, Leute. Und das hat geholfen, man glaubt es nicht. Sing, sing, nipska zupaya, to nakauka, nakauka.